Ich grüße dich herzlich. In diesem Video sprechen wir über Bandscheibenvorfall und eine operierte Bandscheibe. Ja, ich bin total aufgeschlossen für die Notchirurgie, Medizin. Die leisten eine hervorragende Arbeit. Die sind super. Also ich finde, die sind wunderbar. Aber wenn es nicht Notfall ist, wenn ein Mensch im Unfall da nicht verlässt und man fragt sich, wieso lassen sie Menschen relativ schnell operieren und mit Leichtigkeitsvertrauen sich gleich dem Ärzte und legen sich auf den OP-Tisch. Wieso versuchen die nicht andere Möglichkeiten? Zum Beispiel, ein Mensch lebt gewisse Zeitraum, 30, 40 Jahre, und dann hoppala, Bandscheibenvorfall. Wird logischer, wenn dieser Mensch einfach sagt, okay, was habe ich in diese 30, 40 Jahre gemacht? Was habe ich gegessen? Wie habe ich gelebt? Was habe ich getrunken? Welche sportliche Aktivitäten habe ich gemacht? Das liegt dir einfach so aufgeschlossen am Tisch, beobachtet, analysiert und dann sagt, okay, das hat mich in diese Situation gebracht. Und natürlich Thematik, psychosomatische Thematik, die Themen, Beispiel Trennungskonflikt oder Angstkonflikte, das gehört auch auf diesen Tisch. Und dann sagt, okay, das hat mich in diese Situation gebracht. Was wäre, wenn ich komplett das alles verändere und anfange, ganz anderes machen? Und das ist, anstatt alle Getränke, ich nehme nur Wasser. Anstatt die ganzen gekochte Nahrung, ich nehme nur gesunde, lebendige Nahrung. Anstatt die Sitzen oder einseitige Bewegung, ich praktiziere Dehnungsübungen und einfach Übungen, welche fördern meine Muskulatur. Anstatt zu jammern, ich übernehme meine Verantwortung für mich, schaue meine Ängste ein, arbeite mit den Menschen, welche mir daran helfen, wenn ich nicht alleine das schaffe. Und anstatt Stress meditiere ich, komme ich in Ruhe. Und diese fünf Faktoren, welche ein Mensch verändern kann, bringen ihm in absolute Veränderung. Und alles in unserem Körper wieder aufbaubar. Aber wenn du das operierst und Fremdkörper reinsetzt, es läuft nicht mehr so. Und ich finde, das ist sehr leichtsinnig, sofort künstliche Knie, künstliche Hüfte, Bandscheibenvorfall operieren, dann was weiß ich, Platte reinzumachen lassen und. Das ist dann dein Körper, erkennt Fremdkörper, die kann wieder nicht so richtig aufzubauen. Die kann das nicht 100% wieder in Position bringen, so wie es war. Aber wenn es noch nicht operiert, dann schon. Dann ist machbar. Ich kenne einen ganz guten Freund von uns, der ist dem im China auch ausgebildete Kampfsport gegangen und sag mal, der ist im China im Kinder viel gelernt, auch Kampfsport, aber er hat chinesische Medizin kennengelernt. Ich habe natürlich slawianische. Wir haben miteinander gewisse Zeit sehr intensiv gearbeitet und er hat das Gleiche gesagt, dass die Menschen, welche nach der OP, die wirst du nie mehr so auf Beine zu stellen, wie Menschen ohne OP. Man kann beispielsweise ein Mensch, welcher im Rollstuhl sitzt, wieder auf die Beine stellen. Es natürlich, man braucht intensive Arbeit, viel Übungen und, aber es ist alles machbar. Nur wenn es nicht geschnitten ist. Und deswegen, ich möchte auch bei den Menschen wieder das ansprechen, manche schreiben mir, so, ich habe das genommen und dann ist beispielsweise beim Augen Problemen, die Linse dunkler, verschmolzen geworden. Mein Lieber, das ist künstliche Teil des Körpers.
Klar, dass das kann passieren. Das ist ungefähr, wenn du auf die Fensterfolie aufklebst, Sonnenschein gewisse Zeit, der wird immer wieder poröser. Es künstliche Teil. Es ist nicht natürlich, es ist nicht lebendig, es passt sich nicht an, an die Umstände. Es ist so, wie es ist und das was passt da. Aber du veränderst dich. Jede Zelle von dir veränderst. Jede Struktur vom Wasser in deinen Körperteilchen verändert sich. Diese künstlichen Teile nicht. Die können an uns nicht anpassen zu 100%. Die sind fremd. Die kann man in den Körper integrieren, annehmen und mit denen leben. Aber besser, wenn wir die nicht in die Körper bringen, sondern als eigene schöpferische Kraft das alles schaffen. Und das ist unser Bewusstsein, das ist die Verantwortung und das ist Lebensqualität, mein Lieber. Darum es geht. Deswegen, ich bin zu diesem Video gekommen, weil ich wollte das unbedingt aufklären, dass die Menschen einfach nicht die Schuld an irgendwelche Methode schieben, dass das nicht funktioniert, sondern daran, dass vielleicht die haben schon künstliche etwas reingesetzt und diese Verantwortung müssen die auch leider tragen. Also, wenn du jetzt stehst vor die Entscheidung, empfehle ich dir nochmal nachzudenken, um besser zu fühlen. Einfach sich wieder fragen, was hast du schon als Alternative probiert? Was hast du schon unternehmen? Und dann übernimm Verantwortung. Nimm dein Leben in deine Hände. Ich garantiere dir, da gehört noch mehr, da bekommst du viel, viel mehr daraus, wenn du die Verantwortung übernimmst für dich. Weil die Verantwortung übernimmt keine andere, glaub's mir. Die machen für dich, aber denen ist egal. Wirklich, so ist das. Das ist die Wahrheit. Also, du schaffst das aus eigener Kraft. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und das Beste, dass du selbst bleibst. Ciao.